Bruder, also ich bin gar kein Deutscher, aber das war schon hart erst. Sei leise. Oder? Religion an sich ist überhaupt zum Wegwerfen. Glaubt an Technologie und Innovation, das bringt die Okay, Menschheit sondern weiter. ich will auf Mars leben. Ich will diese wunderschöne Landschaft genießen, wo es nicht einen Tropfen Wasser gibt, Herrst. Bruder, Hallo? wir müssen Mars besiedeln, aber anderes Thema. Ey, sag mal, wo musst du so hin los? Wallah, Ich weiß es Wallah. nicht. Wie redest du gerade? Du beleidigst, bist du am Redest Beleidigen? du? Bist du am Wie schaust Beleidigen? du aus auf diesem Profilbild? Dein Sturm, Mit diesen das ist Menschen? dein aufblasbares Hör mal zu. Sexpropotenprofilbild. Ey, hör mal zu, Digga, wenn ich rede. Mit diesem Warum Blick, sollst du mich jammern nach dem Zugang? den du auf meinem Profilbild siehst. Ey, selbst mit Du Sturmmaske willst sieht von man. mir träumen heute. Du willst von mir träumen. Selbst mit Sturmmaske sieht man, wie hässlich du bist. Ja, ich, wir werden uns noch sehen. Wir fahren, wir werden uns noch sehen. Wir werden uns noch sehen, okay? Ja, Wo wir wohnst werden uns du? sehen. Wo Sag wohne mal, ich? ich Ich schicke wohne dich Arme nach oben Zahnmasse. Wo in wohnst Esel, du? Esel F. Hör doch zu, ich sag dir, wo ich wohne. Ich sag dir, wo ich wohne. In Eselstraße in Mekka, in der Nähe von Kaaba, wenn du rechts Dein abbiegst. Onkel In der wohnt, sag Eselstraße. doch mal vernünftig. Schämst du dich nicht? Schimpfst du dich nicht? Sag doch, wo wohnst du? Guck mal, ich stell wie ein Mann eine Frage, wir klären das. Kein Problem. Ich stelle wie ein Mann Sag eine doch mal, sag mal, wo Frage. wohnst du? Guck mal, Hör mal zu, du Opfer. Ein Hör Mann, der zu, du einen Opfer. Sexkultur Er hat Sturmmaske, er hat Sturmmaske an und sagt, ich stelle dir wie ein Mann eine Frage. Wo wohnst du? Anonym mit Sturmmaske. Ich stelle dir wie ein Mann eine als Frage. Profilbild Also, wie Also, du hier redest, na, im TikTok-Livestream, das machst du nicht auf was, der was? Straße ohne Polizei. Das machst du Junge, nicht. ich mach Nein, ich mach morgens das wieder auf Straße. Straße. Ich Du mach sagst das das auf auf Straße. Das ist Straße. ein Fakt. Ich mach das auf Straße und sag's dir direkt ins Gesicht und du kannst keinen Mucks machen. Keinen Mucks wirst du machen und ich sag's dir direkt ins Gesicht. Weißt du warum? Weißt du warum? Warum? Was? Weil du mit Polizei immer da bist, ne? Ne, mit Polizei bist du da, ne? Du kannst mit deinem Vater kommen und ich sag dir und deinem Vater das ins Gesicht. Aber weil du nur mit Polizei da bist, das ist ein Fakt. Nein, Was auch ist ohne das? Polizei. Das ist ein Ohne Polizei. Ohne Polizei. Warte, bis Polizei weg ist und dann schauen wir weiter. Hast du noch was Intelligentes zu sagen, oder? Nein, statt dass du ein korrekter Mensch bist, sagst du, Nein, wie ich nein, bin, genau, wie du ich hast leben nichts lasse. Intelligentes zu Was, sagen, du bist stimmt. hasserfüllt. Du bist hasserfüllt. Das ist das Problem. Du Ja, bist nur ich hasse beleidigt. Leute wie dich. Ja, ich hasse Leute wie dich. Ich bin hasse, ich hasse Leute Okay. wie dich. Allein dieses Jobcenter und das mit Kopftuch, was du gerade noch gesagt hast. Ja, das zeigt doch, was für ein Spaß du bist. Das zeigt doch, wie Okay, Land du wir bist. gehen auch zu. Statt dass du Was? sagst, leben und leben lassen, der eine soll an das glauben, der andere soll an das glauben, fertig, es gibt keine Probleme. Aber du machst die Okay, ich Probleme. sag, Du machst die schau, Probleme. schau, guck Und mal, von von der der Aussage, Aussage her. zu dir sage ich, leben und schlagen lassen. Was hältst du von der Aussage, leben und schlagen lassen? Nein, du bist ein Lustiger, weißt du? Du wartest auf den Moment, dass ich was Falsches sage und dann sagst du, ey, habt ihr den Moslem gesehen? Das ist jeder hier. Das ist, Du ich hast kenne schon dich, genug das ist Falsches gesagt. Du hast, hier. seit du Das ist drin bist, ein, hast du nur falsche ja. Sachen gesagt. Ey, Tesla hat deine Ich will, Fresse und keiner redet mit dir, du Fettklops. Ich genau, will deine genau. Fresse. Das ist das Niveau leider von Leuten wie du und bestätigt eigentlich alle Vorurteile. Also so gesehen hast du schon genug gesagt. Weil bei anderes, man kann nichts anderes sagen. Man kann nichts anderes sagen. Ey, ich höre an seiner Stimme, er ist gerade im Stimmbruch, dass es ein kleiner Pisser ist. Das ist ein kleiner Pisser, der gerade im Du bist Stimmbruch ein ist. Lutscher. Er ist gerade Ich im bin krank, Stimmbruch, ich bin oder? krank. Ich bin krank, du Komm, Lutscher. komm. Bestell Ich bin lieber mit krank, deiner, Bruder. bestell mal lieber mit der Kreditkarte von Papa wieder ein neues Skin bei Fortnite und halt die Schnauze, bitte, ja? Hallo, Papa lebt von Weißt du Jobcenter. nicht Papa mal, wie bekommt eigentlich keine du über mich zu reden Kreditkarte. kannst, du kleiner Fettsack? Nimm Papa die bekommt Kreditkarte nicht von mal. Papa, kauf die Ey, auch, du weißt, wenn du ich schon bin dabei bist, kauf dir auch die kleiner neue Fettsack. aufblasbare Sexpuppe, weil du ja nicht bei den Leuten rausgehst, weil du dich ja nicht traust. Kaufst du dir schön, dann hast du auch einen neuen Skin bei Fortnite und dann hast du wieder ein geiles Leben. Aber dann musst du auch hier rausgehen, okay? Weil hier bist du nicht glücklich, mein Freund. Der Erst Gerald. mal Urlaub. Der Gerald, von welcher Kreditkarte redest du, Mann? Sein Vater ist auf Jobcenter. Wie kann er auf Jobcenter Ich Kreditkarte wohne in machen? einem Haus mit einem Garten mit zwei Autos, also mir geht's recht gut. Zwei Ferngesteuerte Autos. Autos. Diese türkische Autos von Erdogan, diese türkische gute Auto. Nein, ein ferngesteuerter Habe Auto. ich leider noch nicht, aber kommt bald, kommt bald. Ach komm, verzieh dich mal. Opfer, du kleines. Ist das lustig hier, ey? Richtig geil. Ja.
Kleiner Junge in Stimmbruch. Hey, ich bin krank. Hey, das ist so dumm, kann nur ein Moslem sein. So eine dumme Aussage. Leute, stream liken, 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 liken. Nein, ich lasse nicht solche Leute. Ich gehe auf jeden von diesen Pissern ein. 845 Zuschauer. Sag mal Hallo an alle hier von, ha? Ja, hallo an alle und stream liken, 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 liken. Was ich sagen wollte, was wollte ich sagen, Mann? Jetzt hast du mich unterbrochen, Tesla. Ah genau, nur ein Moslem kann so dumm sein und damit angeben wollen und sagen, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin so gefährlich, ich bin krank. Wie behindert, wie dumm muss man sein, um damit anzugeben, dass man krank ist. Er sagt von sich, ich bin krank. Und er denkt, jetzt kriegt einer Angst, wenn er von sich sagt, er ist krank. Ich glaube, er meinte das eher in Bezug auf die Stimme, der ist krank, deswegen erkältet, glaube ich. Nein, er meinte das so, ich bin verrückt und so weiter. Ich bin okay. Auf 1100 auf YouTube live und auf TikTok 805. Das heißt, wir haben gerade 2000 Leute ungefähr live. Nicht schlecht, Mann. Das sind keine gute Zahlen. Das ist alles mit Tesla Hahn. Ja, nee. Ja, wann kommt der, Alter? Jetzt ist schon 10.10 Uhr, langsam habe ich keinen Bock, wenn er nicht mehr kommt. Oh. Das Letzte, was er mir geschrieben hat, ist, hallo, weil ich zu Hause bin, komme ich. Hallo, Ifran. Ifran, hallo, Ifran. Servus, Ifran. Ich habe, egal, ich habe mal eine Frage, ne? Ifran, bist du bereit für die Frage, Ifran? Ja, Ifran. Komm, lass ihn. Sag's auch, Mädel. Guck mal, ich hab ja ein Video gesehen, du bist ja getauft. Ey, warte, aber darf ich dich nur fragen? Ja. Warum fängt ihr jeden Satz mit guck mal an? Okay. Jeder Satz guck mal. Okay, dann frage ich anders, okay? Nein, du kannst schon so fragen, nur mich interessiert das so, warum jeder Satz mit guck mal anfängt. Also, bist du ein neugeborener Christ? Neugeboren? Ich bin 1989 geboren. Aber du bist ja getauft, ne? Du bist ja getauft. Ich bin getauft, ja. Okay. Du liest ja wahrscheinlich auch die Bibel, oder? Ja, lese ich. Okay. Aber sag nicht die Bibel, du sollst deine Feinde lieben. Boah, jetzt kommt das ja. Schon. Und wie ist die Erklärung? Wie also verstehst du das? Okay, ich denke, wenn du mit Liebe predigen tust, erreichst du mehr Moslems. Das wollte ich dir eigentlich nur sagen, mehr nicht. Also, bist du auch Christ, Samuel? Bist du auch Christ? Also ich bin auch Christ, ja genau. Ja. Wir sollen doch so sein wie Jesus, oder? Nur einer ist gut. Warte mal kurz, wir sollen doch das Leben anstreben wie Jesus, so sündlos und so, oder? Genau. Versuchen, ja genau, es zu versuchen. Nicht. Und wie war das noch gleich im Tempel, wo die Leute dort was verkauft haben? Was hat der Jesus gesagt? Hat er gesagt, bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten? Oder hat er eine Peitsche genommen und die Leute rausgetrieben? Genau das hat er gemacht. Ah, okay. Aber das war eine andere Zeit, oder? Andere Zeit, ja. Nein, die sollen genauso sein. Und die, Jesus war ein Vorbild. Jesus war ein Vorbild und ein Beispiel für alle Zeiten. Für alle ja, Zeiten. Aber ihr Mann, ich häufig von Salafisten auch höre, wenn die sagen, mit Aisha 6 Jahre, ja, das war die damalige Zeit. Guck mal, du bist gerade auf derselben Schiene. Das ist nicht gut, mein Lieber. Ne? Du weißt selber, dass das, was Jesus gemacht hat und gesagt hat, ist zeitlos gültig. Das weißt du selbst. Ja, das stimmt. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Aber ich wollte nur Irfan was ganz kurz sagen. Er hat ja eine große Reichweite. Ich denke, also bin ich fest überzeugt, weil ich denke, dass Gott ihm wirklich eine große Gabe gegeben hat. Ne? Na? Dass er, wenn der die Sache anders angeht, dass er viel mehr Leute erreicht. Da bin ich mir zu 1000% sicher. Schau mal, Samuele. Erstens, ich also bin keine kein Kritik, ne? Ja, ist kein Problem. Du kannst auch Kritik äußern. Erst einmal, du sagst, wenn du predigen willst. Ich predige nicht. Ich bin kein christlicher Prediger oder irgendwas. Ich bin gar nichts so. Ja. Ich bin kein Prediger. Ich predige nicht. Okay. Zweitens, mein vorrangiges Ziel ist es nicht, so viele wie möglich zu erreichen. Ich gehe nicht nach Quantität, Hauptsache viel. Wenn ich viel erreichen würde, dann würde ich mich am Mainstream anpassen und dann würde ich was ganz anderes machen und viel, viel mehr, danke hungriger Hugo, und viel mehr Leute erreichen. Mein Ziel ist es nicht, hauptsächlich viel zu erreichen, sondern ich habe Überzeugungen, ich habe Werte, ich habe Ziele, ja, ich sehe gewisse Gefahren. NK7 ist da.
Der hat ja, gerade was kommt. Warte, wir beenden es. Ich habe gewisse Ziele, ich sehe gewisse Gefahren in Bezug auf Islam. Nein. Und ich versuche es durch nette Gespräche, danke Joshua, ich versuche es durch nette Gespräche, durch freundliche Gespräche, durch sachliche Gespräche. Aber wir haben mal gesprochen, du warst in Saarbrücken. Ja, ja, Kundgebung in Saarbrücken. Ja, genau, weil ich komme aus Saarbrücken, deswegen. Ja, und was war in Saarbrücken? Nach ein paar Stunden wurden wir eingekesselt, überall ja, das, aber das ist schon eine Hochburg dort, ja, das stimmt, das ist schon eine Hochburg. Ja, Hochburg, Saarbrücken, das kleine Saarbrücken ist eine Hochburg, ja, ganz Deutschland ist eine Hochburg, ja. Überall Hochburg, Saarbrücken, was war in kürzester Zeit? Bedrohungen, wir bringen euch um, einer hat so, mir Moslem hat mir so gemacht, ich schlitz dich auf, ich schleit deinen Kopf ab, Allahu Akbar geschrien und so weiter. Da hast du doch die Bestätigung gesehen, wie gewaltbereit und verrückt sie sind. Hast du doch in Saarbrücken gesehen. Und du erwartest jetzt, dass ich solche Leute liebe. Und dass ich, oh, kommt Brüder. Guck mal, nein, das hab's nicht diese Methode, das erwarte ich nicht, diese das Methode. Nicht. Das ja, aber du hast gesagt, Freunde lieben. Ich sage, diese Methode funktioniert nicht in dem Sinne. Und diese, die Interpretation dessen, musst du dir fragen, ich habe das einmal erklärt oder ich habe einmal vorgelesen, eine Erklärung dafür, wer sind die Feinde? Die Christen, schon mal, die Christen in der Zeit, in der Geschichte, haben nie diesen Vers so verstanden, dass sie gesagt haben, ach, wir müssen die Moslems lieben. Und dann, oh, wir wehren uns nicht. Sondern die Christen haben sich immer, wenn die Moslems sie angegriffen haben und einmarschieren wollten in Europa, haben die Christen sich immer gewehrt und nie diesen Satz von Jesus so aber verstanden. Was sagen? Ach so, warte, ganz kurz. Ja, 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 kein Problem. Sie haben nie den Satz von Jesus so verstanden, danke Jenny, dass sie sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen die Feinde lieben, also wehren wir uns nicht und ergeben uns und wir lieben die Moslems. Das haben sie nie so verstanden. Verstehst du, das ist eine neue, moderne, pazifistische Interpretation. So mit der aber meiner Meinung ist, diese Menschen können nichts dafür. Der Staat hat total versagt. Nicht diese Menschen. Diese Menschen haben die Gewohnheit aus ihrem Land. Na? Die können nichts dafür. Der Staat hat dort total versagt. Ne? Diese Menschen, weil diese Menschen, das ist ihre Kultur, weißt du? Und müssen wir einfach so akzeptieren? Es geht nicht nur um Kultur, sondern es geht auch um Religion, es geht um Islam. Und ja, der Staat hat versagt, aber natürlich können auch die Menschen was dafür. Schau, wie viele Migranten, ich bin Ex-Muslim, wieso bin ich so? Jeder kann so sein, jeder hat den freien Willen und kann sich entscheiden, ein normaler Mensch zu sein, ein friedfertiger Mensch Nein, zu sein. Nein, ich bin nicht verblendet, weil in der Kommentar steht, Junge, Samuel, du bist verblendet, hat nichts mit verblendet zu tun. Also ich habe den Eindruck leider auch. Ja, ich bin auch der Mann, du bist so Kuschelchrist. Du bist so ein klassischer Kuschelchrist. So, ne, und nein, ich bin kein Kuschelchrist. Du kannst doch nicht irgendwas behaupten. Du kennst mich ja gar nicht. Ich sehe aber, für was du stehst. Und da kann ich ja schon in etwa sagen... Für was stehe ich denn? Dass die nie die Verantwortung für sich selber irgendwie in die Hand nehmen müssen, dass immer nur der Staat schuld ist. Dieses typische anti-amerikanische... das sehe ich bei dir. Okay. Weil du weißt ja selber schon, ein erwachsener Mann, der ist ja für seine eigenen Taten. Die Leute haben auch Eigenverantwortung. Du kannst nicht sagen, ja, der Staat ist schuld und fertig. Die Leute sind für ihre Taten selbstverantwortlich. Schau mal, selbst wenn der Staat Asylanten reinlässt, trotzdem heißt es doch nicht, dass der Asylant jetzt vergewaltigen muss, weil der Staat ihn reingelassen hat. Trotzdem kann er doch selbst entscheiden und normal werden und sich normal verhalten. Der muss doch jetzt nicht vergewaltigen. Und du kannst doch nicht den Staat anlasten, wenn der muslimische Asylant anfängt zu vergewaltigen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja voll deiner Meinung, so Sachen. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Nur ich bin halt ein bisschen, ja, weil, dass man mir hier sagt, dass ich verblendet bin, hat nichts mit verblendet zu tun. Ja, egal, schau mal, du brauchst jetzt nicht einen Kommentar rauspicken und jetzt da ewig drauf reingehen. Okay, wir machen jetzt eine Diskussion dann. Danke, Samuele, und alles Gute. Kein Problem, dir auch. Danke, alles Alter. Gute. Ich mache kurz ein paar Dings. Chat, Am Israel, Chai, Shalom und guten Abend, meine Strammen. Wünsche euch weiterhin alles Liebe und Gute, vor allem viel Kraft bei eurer weiteren Arbeit. Frage an Gerald, von wo aus Israel kommst du denn zur Hälfte und kannst du Hebräisch? Liebe Grüße. Warte, noch ein, nicht die Mama, hallo Ifran. Und die anderen 2000 Leute. Und wie es ein Moslem sagen würde, hallo Huren,
Punkt, Punkt, Punkt. In diesem Sinne, danke für die Arbeit. Lasst zusammen die TikToker abzocken. Dann habt ihr Geld für größere Kundgebung. Grüße aus der Schweiz. Okay, wir Gerald. Jetzt. Wie weißt du mal die Frage? Die Frage war, von wo aus Israel kommst du denn zur Hälfte und kannst du Hebräisch? Ich lerne Hebräisch, wird immer besser, obwohl meine Vorfahren Jiddisch gesprochen haben, nicht Hebräisch, also nicht Ivrit. Und in Israel selber habe ich zwar Verwandte, aber ich komme da jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich komme aus einer Gegend von Israel, weil mein Vater ist ein jugoslawischer Jude, ne? Also ne, vor dem Zweiten Weltkrieg gab es 70.000 jugoslawische Juden. Und, oh, es gab relativ viel, auch in Belgrad und so gab es viele, auch viele bekannte Zionisten wurden in Belgrad begraben. Also es gab schon eine nennenswerte Zahl von Juden in Jugoslawien. Genau. Und deswegen, wo genau die Wurzeln liegen. Also ich persönlich habe es recherchiert und ich kann es bis nach Kasachstan nachverfolgen. Und da hört aber die Spur auch auf. Ne? Okay. Ja. Okay, machen wir jetzt. Ey, ist dieser NK7 da? Der war in den Kommentaren gerade da. Er hat geschrieben, er kommt gleich. Bruder, diese Albaner sind so unzuverlässig. Oh, der hat geschossen. Der nächste Beef. Das war's. Er hat mit Team Albania gebrochen. Oh. Mach mal weiter damit zur Verfetzung. Das dauert noch. Oh Mann, wie lange dauert das? Ja? Zuverlässigkeit eines Alwurfs. Meine Stimme versagt langsam. Dann schrei nicht so viel. Mach du mal ein bisschen was. Du lehnst dich nur zurück und genießt die Show. Komm, mach du mal ein bisschen was hier. Nein, ich genieße die Show. Lass ihn, egal. Ja, hallo. Es Marco. Ich bitte dich erstmal. Hi. Ich habe eine Frage an dich, und zwar... Wir machen so viele Grundgebungen in jedem Stadtfest und provoziert immer die Muslimen, von wegen ihr lässt die Kinder mit euch reden, voll quatschen und labern. Ich meine so Leute, die nicht mal Ahnung haben von Islam, lässt ihr einfach reden mit euch und quatschen und die haben null Ahnung, über was Islam betrifft. Hast du Ahnung? Hast du Ahnung? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich will dir nur mal was sagen. Das willst du dann reden? Du keine Leute, Ahnung. Guck mal, pass mal auf. Ich gucke. Irfan, du machst ja in jeder Stadt deine Kundgebungen. Nein, ich mache mit dir ganz normale Diskussion. Du brauchst dich jetzt nicht sofort, ne? Ganz locker bleiben, okay? Ich habe dir noch nicht beleidigt oder wieder angeschrien. Wie die ich gucke ja. Schau, wie ich gucke. Ich gucke richtig. Die ganze Zeit gucke ich. Ja, sehr gut machst du das. Und zwar, du nützt ja den Zeit immer so von den Jugendlichen, die überhaupt keine Ahnung haben. Du diskutierst mit Leuten, die null Ahnung haben. Nur damit du die Leute zeigst, dass du der Oberste bist und Recht hast. Mit deiner stilistischen Art. Pass mal auf. Ich bin der Oberste. Aber guck mal, eins sage ich dir, du redest über Zionisten, aber du bist doch selber einer. Zionist. Ja, und? Was hast du gegen Zionismus? Ja. Ich bin Zionist. Weißt du warum? Weil du gerade über die Muslimen hetzt. Und was machen die? Was haben die Zionisten überhaupt hier zu suchen? Außer über die Muslime zu hetzen. Oder die Muslimen zu demütigen. Weißt du, was in den ganzen arabischen Ländern passiert? Guck dir da mal an. Irak ist weg. Syrien ist weg. Wo ist Irak? Was sind das für Länder hier? Sind das nicht muslimische Länder? Sind das doch muslimische Länder? Stimmt? Wo ist Irak? Ich gebe dir nur ein Beispiel. Und du bist ja auch ein Soldat von denen in Deutschland. Derjenige, der hier rumspricht über den Islam und versucht, den Islam schlecht zu machen. Obwohl du selber ein Ex-Muslim bist. Aber das ist ja deine Entscheidung. Keiner kann dir zwingen. Verstehst du? Hallo. Lass doch ausreden. Ja, und... ja red doch. Bitte. Also, Theodor Herzl, bester Mann. Theodor Herzl, bester Mann. Was war jetzt deine Frage? Deine Frage war, was... Meine Frage, du nützt die Leute immer mit
in deine Grundgebung und versuchst die Menschen, den muslimischen Leute hier, die auf der Straße sind, die überhaupt keine Ahnung haben von Islam, du versuchst die irgendwie einzuschüchtern oder versuchst die mit deinen Argumente zu siegen und zeigen, dass deine Meinung ist der Beste überhaupt oder deine Religion. Meine Meinung ist der Beste. Meine Meinung ist der Beste überhaupt. Okay, ich hätte zwei Fragen an dich. Wie viel Bier hast du schon getrunken und kannst du einen Satz ohne grammatikalische Fehler sprechen? Ich trinke ein Bier. Überhaupt du nicht. Trinkst ein Bier. Ich versuche okay, dir so oft, ich versuche mit dir so zu reden, was ich kann. So viel ich kann. Ich muss das nicht perfekt in Deutsch sein, ich muss wieder in Englisch gut sein oder ich bin Arabisch. Wenn du Araber bist oder Arabisch sprechen kannst, kannst du mit mir gehen. Arabisch reden, rede ich mit dir auch. Komm, wir reden Deutsch. Wir reden ja, Deutsch. Ja, okay, dann du brauchst mich nicht beleidigen, weil ich nicht so gut argumentieren wie okay. Du. Okay? Antworte nur meine Frage, was ich dir gefragt habe. Du bestimmst nicht. Wenn ich will, antworte ich. Wenn ich nicht will, antworte ich nicht. Also erst einmal, du hast überhaupt nichts zu melden. Verstehst du? Das muss dir erstmal klar sein. Du bist ein Nichts und hast nichts zu melden. Hast du den Punkt verstanden? Ist das deine Argumente jetzt? Das war die Einleitung jetzt für meine Antwort. Du bist nichts, du bist ein Araber in Deutschland. Sei froh, dass du in Deutschland sein kannst. Oder geh zurück in dieses arabische Land, wo du herkommst. Also, jetzt zu deiner Frage. Deine Frage, was hast du gesagt? Warum nutze ich irgendwelche Kinder? Ich diskutiere nicht mit Kindern, sondern ich diskutiere mit jedem, der zur Kundgebung kommt. Und das sind zu 90% keine Kinder, sondern erwachsene Männer, Jugendliche von 15 Jahren bis zu 60 Jahre. Ich kann mir die Leute nicht aussuchen, sondern ich diskutiere mit den Leuten, die kommen. Und jetzt nimmst du dir auf einmal den Schutz. Sind die Erwachsene und... Ich nehme sie nicht in Schutz. Checkst du das nicht? Man geht in eine Stadt, baut eine Kundgebung auf, sagt Sachen und jeder, der vorbeikommt, kann mitreden. Checkst du nicht, dass ich nicht beeinflussen kann, wer vorbeigeht oder wer herkommt und wer reden will? Wie kann ich das beeinflussen? Okay, zweite Frage. In Stadt, du deine deutsche Flagge dahinter im Grund... zu hängen. Warum hängst du immer die israelische Flagge? Was hat das Israel mit Deutschland und Christen zu tun? Du bist ja umgeben für die christliche Gemeinde und nicht für die Länder, sag ich mal. Okay, ich hänge erstens, danke GK, ich hänge keine israelische Flagge hinter mir auf. Ja, ich bin kein Israeli. Aber mehrere Mal gesehen. Ja, ich antworte dir, ich komme gleich darauf zu sprechen. Die Kundgebungen werden organisiert oder in Deutschland wurden organisiert von der Bürgerbewegung Pax Europa. Und die Bürgerbewegung Pax Europa solidarisiert sich mit Israel und hängt deswegen neben der deutschen die israelische Flagge bei Kundgebungen auf. Das habe nicht ich entschieden, da habe ich nicht, wie sagt man, da... Das ist nicht meine Entscheidung und da mische ich mich überhaupt gar nicht ein. Und das wurde schon 10 Jahre zuvor so gemacht und jahrelang zuvor so gemacht. Und das ist der Grund. Nicht ich persönlich hänge sie auf. Also. Ja, aber meine Frage nochmal. Aber du bekämpfst aber auf den gleichen Fleck, wo das Ganze, wo das Flagge ist. Du bekämpfst aus diesem Fleck. Du bekämpfst Menschen, die überhaupt nicht mit Politiker oder Politik zu tun haben, aber du bekämpfst ihren Religion, weil die Muslime sind, und du versuchst die da schlecht zu stellen, obwohl die überhaupt mit den Politik nichts zu tun haben, aber manchmal in eurer Sprache, ihr erwähnt immer von wegen terroristische Anschläge, dies und das, also Taliban oder was weiß ich, obwohl Taliban ist ja auch... Aber Marci, guck mal, du redest von Terroranschlägen, aber guck mal, Terroranschlägen, du hast doch schon so viel gequatscht, jetzt ist mal Ruhe hier. Ich rede mit dir, nicht zu viel.
So, schau, diese terroristischen Anschläge, die du erwähnst, weißt du, ihr macht es ja nicht, dass ihr das auch benennt. Ihr macht es ja nicht. Ich sehe keine Kundgebungen, keine Demonstrationen, keine Proteste, nichts von euch, dass ihr sagt, so, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das, was ihr halt immer so redet, ne, hat nichts mit dem Islam zu tun, das sind keine echten Moslems und so weiter. Ich sehe das nicht bei euch. Deswegen müssen so Leute wie Stürzenberger, PC und auch Kermanjahi, die müssen das halt machen, stellvertretend für euch, weil ihr das ja nicht machen wollt. Und deswegen würde ich einfach mal behaupten, dass die meisten Leute einfach unfassbare Heuchler sind. So, jetzt bitte. Ah, warte, ich muss ihn freischalten. Tesla, warum bist du raus? War nicht Absicht. Sprich jetzt, San Marco oder Marco oder so. Danke, Nico. Ja, keine Ahnung, er hat sich stumm geschalten, da was weiß ich, wenn er noch mal schickt. Also was hat er gesagt? Erstens, das mit den Kindern habe ich beantwortet. Was hat er noch? Er hat gesagt, ich stelle sie falsche, oder ich benutze sie für Politik, obwohl sie nicht Politiker sind oder sowas. Schon mal, die Leute, die Moslems, die da hinkommen. Komm Leute, 200.000 Likes, komm, Stream liken. Platz 8 bei Aufstreben der Stars auf TikTok, komm Leute. Noch. Wer ist Abu Khanjar? Wo ist das? Was? Hier schreibt, also jeder schreibt hier irgendwie hol Abu Khanjar, wer ist das? Abu Khanjar. Abu Khanjar ist einer von uns. Ja, und andere, die Moslems äußern sich doch selbst politisch. Grüß Gott, Geschwister. Hallo. Wo ist der Typ? Ist er jetzt weg, ne? Schade, schade, schade. Welcher Typ? Ah, der Dutsch, Ifran, wo ist der? Erstmal will ich kurz was sagen, Bruder. Ich habe was im Herzen, ich drehe sonst total durch. An alle Christen hier, guck mal, diese ganzen lauwarmen Christen. Kommt nicht hoch und blamiert den Irrfahr nicht und uns alle auch nicht, bitte. Ja? Sowas für euch brauchen wir hier nicht. Bruder, ich bin ehrlich zu dir, Irrfahr, ich kann das nicht mehr hören, wirklich. Ich kann das nicht mehr hören, die hochkommen und sagen, Nächstenliebe und dies und das. Ich kann es nicht mehr hören. Pazifistische Christen. Ich kann das nicht mehr hören, Bruder, wirklich. Also das ist so ekelhaft schon. Das ist so ekelhaft, weil ich kriege das auch jedes Mal zu hören. Ja, red doch nicht mit denen so, seid doch so, Nächstenliebe und du erreichst mehr. Gerade wegen diesen Leuten haben wir diese ganzen Goldstücke, wie Matthias Lehan sagt, diese ganzen Goldstücke haben wir hier in Deutschland. Genau wegen dieser Haltung. Ja, und das brauchen wir nicht. Ganz einfache Sache. Diese ganzen Ingenieure und Ärzte. Raketenwissenschaftler, Ärzte und Ingenieure. Schau, die möchten einfach die Konfrontation nicht. Die wissen ganz genau selber, diese Kuschelchristen wissen ja, wie aggressiv Leute oder Moslems reagieren, wenn du das irgendwie ansprichst, diese kritischen Sachen. Und die wollen die Konfrontation nicht. Deswegen einfach nur, lass es uns einfach unter dem Teppich kehren, dann haben wir Frieden. Mach das bitte. Ja, ja, natürlich. Die besten Schauspieler, die es gibt, immer so, ja, ihr, lass uns doch normal reden. Hast du vorhin gesehen, wie diesen Typ, der gerade da war, und dann sagt er plötzlich, du bist doch selber ein Zionist. Hä, wie, was ist für ein Argument? Du bist Zionist, Dutsch, du kannst die Dutsch. Bruder, ich kann sowas nicht hören, sorry, also wirklich, so ekelhaft manche Leute, ehrlich. Auf jeden Fall, du machst alles gut, weiter so, Bruder, lass dich nicht unterkriegen, obwohl auch nicht von diesen lauwarmen Christen, lass dich auch nicht unterkriegen, wir sind auf jeden Fall alle, wie schnell alle hinter dir, ne? Apropos dem, hat nicht die Christen hier Kirche und Gemeinden ur viele Flüchtlinge aufgenommen? Schon zu viel. Ja, das ist Fehler der Kirche. Das ja, ist ja, zu viel. Tesla, das ist zu viel schon. Ich bin ehrlich. Ich bin auch dagegen sogar. Weil ich finde es zu viel schon. Das hat mit Hilfe nichts mehr zu tun. Das ist schon Import. Meiner Meinung nach sind die institutionellen Kirchen häufig, nicht immer, aber häufig unterwandert schon, ne? Zu viel. Ja. Die Kirche ist ja generell extrem links. Guck mal, du musst überlegen, Tesla, zack, mit links. Die Kirche will in den Mainstream und deswegen macht sie halt einfach das mit, was gerade the current thing ist. Richtig. Außerdem, was ich auch mitbekommen habe in den USA auf Twitter, über das Christentum wird sich extrem lustig gemacht. Also die Satanisten dorten machen alles Mögliche. Ich glaube, ich habe letztens auf Twitter ein Video gesehen, wo sie die Kreuzigung mehr oder weniger verarschen.
Ja, ja. Und dann tanzt so ein Transmann auf der Kreuzigung um Jesus herum. Also Jesus, der gekreuzigt wurde. Hester, kennst du einen Christen, der sich deswegen irgendwie in die Luft gesprengt hat oder sowas? Nope. Ich auch nicht. Weltweit, ne? Also ich hab's noch nie weltweit gehört. Ich wollte gerade sagen, darauf wollte ich gerade hinaus, wenn du das mit einem Moslem oder mit dem Islam machst, hast du bist tot am nächsten Tag. Definitiv. Entweder tot oder du musst wie Salman Rushdie. Entweder tot oder wie Salman Rushdie und dein Leben wirklich fürchten, auf jeden Fall. Ja, wir brauchen dich. Ich lasse dich schon mal das Taufwasser ein. Du musst heute noch... Glaub an Technologie und Innovation. Sorry, wir machen einen neuen Templerorden auf und du bist dann der, von mir aus, Vice President in deinem Chapter. Ich bin der Vice President. Also nur in deinem Chapter, nur in ganz Herzen. Goldstücke, ich kann sie auch nicht mehr sehen. Aber Irfan, lass dich nicht so mal drauf ein, wenn einer sagt, komm, lass uns treffen und so. Die wollten dich nur provozieren, die wollten einfach nur, dass du beleidigst und ausrastest, das ist denn ihr Ding. Geh nicht drauf ein. Wenn du schon siehst, einer provoziert dich wirklich, bist du Weißglut, sag ich mal, runterkicken. Das bringt gar nichts, Bruder. Glaub mir, das bringt nichts. Die haben dich jetzt so dazu gebracht, dass du quasi wirklich fleischig wirst, damit du quasi live bei fast 1000 Leute, dass du dich da quasi, ja, der Irfan hat beleidigt, guck mal, was er gesagt hat. Und dann kann man halt diesen Ausschnitt auch immer hernehmen, weißt du? Ohne genau, richtig. Islamhasser hat einen Meltdown oder irgendwie so ein Scheiß, weißt du, die wollen ja das. Richtig, die haben ihn extra zu Weißgut gebracht, damit er quasi irgendein Schimpfwort sagt. Da heißt es, guck mal, hier Video, Irfan hat beleidigt, unser toller Christ, unser... Und schon die Frage, wozu geht auf, bist du neugeboren, bist du ein... Was interessiert euch das eigentlich? Er macht Politik, er ist kein Prediger, er macht Politik. Und das verstehe ich nicht, wieso die das jedes Mal mit einmischen. Jedes Mal, du bist doch Christ, oder? Nächstenliebe, wo ist dein Nächstenliebe? Ich verstehe das gar nicht. Die wollen halt so wehrlose Leute, die wollen so wehrlose Soldaten. Hey, du darfst dich nicht wehren. Hör auf, dich zu wehren, du darfst dich nicht wehren. Genau, du musst dich schlagen lassen. Du musst dich schlagen lassen, natürlich. Ich hab sowas wie Nächstenliebe. Das gibt's gar nicht. Neue. Nee, das gibt's wirklich nicht. Also, du kannst einen ganzen Koran lesen, da gibt's keine Nächstenliebe. Nee. Irfan weiß es auch, das steht nicht. Also, du kannst komplett nachlesen, Tesla, bis du graue Haare hast, du wirst nichts finden. Okay. Bis du Haare wie Irfan hast. Deswegen hat er ja graue Haare, der Arme. Er hat gesucht und gesucht und nichts gefunden. Im Chat steht doch nicht das. Irfan hat gesucht und gesucht, vergeblich. Jetzt kann man das nicht mehr rückgehen. Leider nicht. Zwar hast du jetzt die Information, was da drin steht, aber ja, das ist der Dank. Danke, Miki. Irfan, wer hat zu Irfan gesagt? Das war der andere, ne, Freund? Ich nenne ihn ab jetzt auch immer Irfan. Irfan, ab jetzt sage ich es auch. Irfan. Irfan. Ah, es ist Französisch, gell? Irfan. Französisch, Irfan Pessy. Wer ist der Nächste? Saint-Ouen. Ein Franzose. Saint-Ouen. Bonsoir, Saint-Ouen. Redet er noch, oder? Der grillt gerade Frosch. Nee, das ist doch Haram, oder? Ist doch Haram, oder? Frosch ist halal. Ehrlich? Nein, Spaß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kamelurin, die soll doch gut sein, ne? Das weißt du ja. Saint-Ouen! Irfan, du weißt doch, wie Kamelurin ist. Irfan Bonaparte heißt sicher. Irfan heißt du, ha? Irfan. Lass ihn reden, komm. Ja, gut, Tesla Hahn. Fehlt nur noch, dass Barillo reinkommt und betteln um Geld. Feiern, egal. Bleib ja mal sachlich. Hast du den Zahn gerade bei dir? Aber bleiben wir mal sachlich. Um was geht's denn bei dir jetzt gerade? Das ist ja kein was soll der Löwe überhaupt darstellen? Bei mir geht's darum, dass jemand ein Löwen als Profil hat, aber lacht wie ein Zebra. Du als Adel kennst dich mit Tieren aus. Ja, erzähl mal, um was geht's denn bei dir? Erzähl mal, weißt du, was es geht? Es geht darum. Achso, da weiß ich nicht, um was es geht, aber kommt hoch. Da weiß gar nicht, um was es geht. Es geht darum, ihn rauszukicken. Wahnsinn, oder? Die kommen oben, wissen nicht mal, was es geht. Wahnsinn. Ciao, kleines Zebra. Unsere Goldstücke hier. Ja, Nidges.
Ne, ne, ja, Jo, das sag ich jetzt geil. Ey, ihr Maniacs, sag mal zu, Maniacs. Der Typ ist wirklich raufgekommen, um uns zu fragen, über was wir gerade reden. Das ist für mich so ein Zeichen von Narzissmus. Die kommen rein und sagen jetzt, hey, erklär mal, was geht's bei euch? So als wäre... Was hat er sich erwartet, dass wir ihn jetzt alles erklären? Mit rotem Teppich, weißt? Ja, das wird jetzt... Unser Goldstück. Herr Löwe. Ach, Herr Löwe, ich erkläre Ihnen das. Also, das Thema ist folgendes und wir haben nur darauf gewartet, dass Sie uns Gesellschaft... Ja, bitte, bitte belehre uns mit deinen Beiträgen, werden wir dir erklären, um was es gerade ging, ja? Schade. Alles Atomwissenschaftler auf jeden Fall. Centaur! Centaur! ich habe mal eine kurze Frage an Abu Khanjor. Ja, Khanjor. Oui, oui. Abu Khanjor? Oui. Bist du bereit für die Frage, um sie zu empfangen? Oui, Monsieur. Darf man Igel essen? Igel ist haram, aber Kamelurin ist halal. Darf man Frosch fressen? darf man im Paradies auch fressen? Jo, oui, oui. Leute, ich höre. Bist du eigentlich Araber? Ja. Echt Araber? Bist du konvertiert oder arabischer Christ? Arabischer Christ. Arabischer Christ? Mashallah. Kannst du sagen, aus welchem Land? Ja, Syrien. Syrien. Und du bist Aramäer, oder? Nicht Aramäer. Doch. Ach, Aramäer. Ja. Yeah. Sind ja die meisten dort, also wie im Libanon, zum Beispiel die Libanesen, die Christen aus Libanon sind ja Maroniten. Maroniten sind ja Aramäer. Ja. Gibt es eigentlich noch Aramäer in Syrien oder beziehungsweise wie viele gibt es noch von denen? Ja, sind wenig, wie soll ich das sagen? Also wenn man sie alle zusammen zählt, sind sie vielleicht 5%. Bist du auch blauäugig? 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 Ja, und blond, auf jeden Fall. Nein, also wirklich, die echten Aramäer, die stammen von Aram ab und Aram war ja ein Häuptling gewesen. Ne? Bist du? Ich die Kamera aus, wie Gerald. Ja, weil die anderen ja auch aus haben. Warum soll ich als Einziger die Kamera haben? Warum bin ich die Einzige mit Kamera? Mach mal ab. Und Tesla an, was machst du gerade? Hast du deine Sonnenbrille abgenommen und deswegen ist deine Kamera aus? Ja? Tesla, ja, wo ist sie? Damit man nicht sieht, dass du ein Chinese in Wahrheit bist und kein Südkoreaner. Tesla, ja, Maniac. Ja, Mann, wenn du noch einmal so redest, ich finde heraus, wo dein Haus wohnt, ich suche dein Haus, ich finde dein Haus und ich mache dein Haus kaputt. Pass also auf, ich bin zwar kein Mensch, aber ich kann sagen, dass die Bedrohung schon ziemlich leer ist. Ich schwöre, pass auf, was du sagst, Jofan, ich schwöre, ich mache dein Haus kaputt. Ich habe schon einmal Haus kaputt gemacht, ich mache nochmal kaputt. Kim Jong-il, beruhigt dich, Kim Jong-il. Tesla, bist du aus Korea oder bist du Chinese? Ehrlich jetzt. Südkoreaner. Ja, wieso kannst du so Deutsch? Bist du in Deutschland geboren? Ich? Er lügt, er ist Nordkoreaner. Ja. Ich bin auf jeden Fall hier geboren und super integriert und beherrsche die deutsche Sprache auf jeden Fall perfekt. Ich spreche auch fast alle Dialekte und bin auf jeden Fall ein Goldstück. Ich bin auf jeden Fall ein Goldstück, Tesla. Ich bin auch ein Goldstück. Wir sind alle Goldstücke. Ganz ehrlich, wir sind alle Goldstücke. Keiner von uns ist deutsch oder wirklich österreichisch. Tesla, kommt... Danke, Jenny. Von dieser NK7, ich sagte die Situation von diesem Goldstück NK7, ja? Er schreibt mir vor 10 Minuten, dass er in 10 Minuten da ist, weil er gerade in der Autobahn hängt. Autobahn, sage ich. Weil er gerade im Stau steht, ja? Und jetzt schreibt er, danach 10 Minuten schreibt er gleich in 10 Minuten wirklich. Also... Ich weiß nicht, was mit dem Typen ist, der ist unzuverlässig wie ein Albaner halt und dementsprechend ist er ein Albaner. Was soll ich sagen, Mann? Also mach mal so lange weiter und schauen wir mal, wenn er da ist, falls er mal ankommt, ob wir da noch Lust haben. Tesla, wie kannst du überhaupt Team Albanier sein, wenn du die ganze Zeit abfällig über Albaner redest? Das ist...
Es ist ein Chamäleon. Alles ist Albaner, dann ist er Serbe, dann ist er Nordkoreaner. Nein, warte. Takia, weißt du? Du bist morgen im Team Korea, wenn die Spenden am Start sind. Behauptung. Oh, ey, jemand hat Chat gelesen. Lass mir das Thema, okay? Tesla hat sie mal Benia. Ey, Tesla, ich habe eine Frage. Tesla. Alle Spenden, alle tippen, Leute. Ey, komm, hey, wir sind eh zu viert. Lass uns Dings machen, Match gegeneinander. Kann okay. Abo. Ich muss hochfahren gegen Tesla und Juan. Ah, Juan, du kannst gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie geht denn das überhaupt? Lass doch mal rein. Ah, dann kann er nicht, der kann nicht. Aber ich glaube, ich werde gewinnen, weil die feiern mich alle, ich glaube schon. Ey, oder warte, wir holen Kelmendi rein. Kelmendi ist Team Albaner mit Tesla Hahn und... Kelmendi, kannst du Match machen? Nein, aber ich wollte mal was... Nein, dann gehst du wieder raus. Eine Minute. Ist Batziger, Bre, komm. Ich wollte was zu Abu Hanjar sagen. Hanjar. Versteht übrigens Serbisch, gell? Ja, Mendi, natürlich. 100 Pro. Kann ich Hintergrund einblenden. Jeder Türke hat mehr Anrecht, in Deutschland zu leben, als du als Aramäer. 100%. Hätte er mir gesagt. 100%. Die Türken waren immer Verbündete von den Deutschen, geschichtlich betrachtet. Jusir! Immer. Ja, Maniak. Wusstest du, dass den ihr Endgegner, Enver Pascha, der auch ein Albaner war? Lass den ausreden. Warte, jetzt verhalten sich die Goldstücke. Lass mal reden, komm. Und politisches Asyl in Potsdam genossen hat. Wusstest du das? Wer? Enver Pascha. Welcher Netz? Enver Pascha. Aber yes. Kelmendi, ganz kurz, du Analphabet. Wo willst du gerade hinaus? Was redest du hier für ein Scheiß? Aramäer und Aramäer. Aramäer, wie sprichst du es überhaupt aus? Was willst du überhaupt jetzt? Massaker, ja, was willst du überhaupt? Kelmendi, ja, was willst du überhaupt? Der wird du Aschkali. Was willst du überhaupt? Als Kriegsheld, Bruder, wird der verehrt. Der hat das deutsche eine eiserne Kreuz bekommen und mit Wo willst du jetzt hinaus? Das gibt gar keinen Sinn. Warte, jeder Türke mehr Anrecht in Deutschland hat als du. Oh, hör mal zu, warte mal. Nur weil Deutschland, das Deutsche Reich, mit Osmanischen Reich verbündet war, wieso gibt es den heutigen Türken Anrecht, in Deutschland zu leben? Was hat das mit dem Anrecht zu tun, in Deutschland zu leben, weil die Osmanen und die Deutschen eine Zeit lang verbündet waren? Die sind immer noch sehr gut Verbündete. Und Otto von Bismarck. Warte mal, schau schon wieder. Wer ist gut verbündet? Erdogan und Deutschland ist gut verbündet. Ja, natürlich sind die noch gute Verbündete. Deutschland und Türkei sind gute Verbündete. Ja, natürlich. Militärisch, wirtschaftlich hat Deutschland und Türkei wunderbare Beziehungen. Über Ayildiz vor allem. Ayildiz, stärkste Telekommunikationsfirma. Herr Kelmendi, erzähl mir mal über deinen Prophet, wieso eine 6-Jährige heiratet hat. Erzähl mir mal. Kelmendi ist nicht so ein Moslem, der ist albanischer Nationalist. Kelmendi, was sagst du dazu? Weiß ich nicht, was soll ich dir da? Ja, wie weiß ich nicht. Du weißt ganz genau, warum tust du jetzt so? Er ist nicht so Moslem. Willst du? Ja, bist du kein Moslem, Kelmendi? Warte mal, bist du kein Moslem? Ja, ich bin Moslem, aber. Also, was sagst du dazu, dass du an einen Propheten glaubst, der eine 6-Jährige heiratet hast? Er ist in erster Stelle Albaner. Auf was willst du hinaus, mein Freund? Ja, ich frag dich ja, wie kannst du an irgendwas glauben, an einen Pedo? Wie soll das gehen? Kannst du jetzt antworten, oder warum stotterst du die ganze Zeit? Ich glaube an das, was ich will. Wenn ich glaube, glaube ich an fliegende Kühe. Das kann ja, warte mal ganz kurz. Warum stotterst du bei dieser Frage? Das hat doch dich nichts zu tun. Ja, was sagst du dazu, dass du an einen Pädof glaubst? Ich sag mal ganz kurz. Arab, was suchst du in Deutschland? Das ist mein Kelmendi, kannst du kurz antworten? Kelmendi, antwort mir doch. Du glaubst an einen Propheten, der eine 6-Jährige bumst hat. Erklär mir mal, wie das gehen soll. Das ist dein bester Vorbild? Ist doch scheißegal, was. Geh doch darauf rein. Wieso lenkst du ab, Kelmendi, unser Goldstück? Du bist im Stream, du redest immer nur Müll. Ich habe noch nie irgendwas richtiges Gutes von dir gehört. Du redest nur Müll und beleidigst andere als HS. Dumme Fragen, mein Freund.
Aber ich jetzt antwort doch drauf. Antwort doch einfach drauf. Unser Goldstück. Warum bist du nicht in dein Land? Kelmedi, warum antwortest du nicht? Was bist du in Europa? Kelmedi, ganz kurz, antworte mir doch, wie du an einen Pädoprophet glauben kannst, seine 6-jährige Heirat. Erzähl mir das mal bitte. Warte, komm, das macht jetzt keinen Sinn. Ja, da geht ich nicht drauf ein. Komm, wir machen Matches. Aber der kann ja nicht, der Abo Juan Joa. Glaubst du mir, Gerald, ich weiß nicht mal, wie das geht. Ja. Guck mal, ich habe 1,7k. Was ist das überhaupt? Sind das Münzen oder was? 1000 Münzen. Ja. 1000 Euro. Abu Hankar. Hankar. Bist du so frech, kleiner Spaß? Elian Mechkorin. Hey. Okay. So bist du so frech. Elian, willst du jetzt irgendwas dazu sagen oder willst du einfach noch diskutieren? Du wirst schon sehen, was ich dazu sage, ja? Ja, ja. Ich hab das schon mal gesagt zu dir. Ja, du bist ja. Und bleibst der größte Hurensohn. Okay? Mal. Du bist und bleibst das. Mashallah. Und warum machen die das, Irfan? Die haben ein Vorbild. Wer ist denn ihr Vorbild? Unser Supergoldstück. Mohammed. Wie hat Manuelsen das nochmal gesagt? Irgendwie Mohammed Salam Salam oder so? Ja, genau. Alle Islam. Da hat ihn sogar Amir sogar verbessert. Wie peinlich. Amir hat ihn verbessert. Wie peinlich. Mohammed alaihissalam. Ja, wo ist das? Der sagt, zu nach. Der sagt, hey, das heißt Sallallahu alaihi wasallam. Und der so, Sallallahu alaihi wasallam. Weißt du, so schnell, damit man nicht hört, dass er das. Ja, genau. Aber die bestehen. Diese 150 Kilo Netjes. 150 Kilo Netjes. Halt schön auf die Presse bekommen. Ey, das die Stufen gibt immer wieder das Vorurteil, ey, wenn sie reinkommen und so drohen oder so reden halt. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch K.O. geht von so einem Anstupser wie böse Mann. Wahnsinn. Ich war auch schockiert. Wahnsinn. Ja, dieser Boxkampf war ein Witz. Und er fällt um, dein 150 Kilo Nedges fällt er um. Habt ihr mal sein Kleidchen angeschaut? Was für ein Kleid anhat? Wie so ein Schneewittchen? Was aber, war denn das? Aber ey, Abu Khan, ich würde echt nichts gegen Manuelsen sagen, Bruder, weil der ist blitzschnell. Patsch. Blitzschnell. Lass dich nicht von dem blenden. Bruder, ich bin blitzschnell. So, Bruder. Lass dich nicht täuschen. Im Irak kannst du mich lassen. Ich bin eine Tötungsmaschine. Ja? Leute, lass mich im Irak raus. Lass mich im Irak raus. Er ist ein afrikanisches Nilpferd. Das ist das Einzige. Hey, was ist hier? Ich bin blitzschnell. Wallahi. Hey, ach schade, jetzt ist Tesla weggegangen. Warum? NK7 ist live. Ah, okay. Was ist er live? Ist er live? Er sagt ja. Okay, Abu Hamzat, wir hören uns dann. Mach's gut, mein Lieber. Bruder, macht weiter so. Super, Irfan, wir hören uns. Alles klar, dir alles Gute, danke. Danke, Bruder, ciao. Also, dann geh du auch raus und dann hole ich euch wieder. Ja, alles klar. So, jetzt geht's endlich los, Mann. Mit einer Stunde Verspätung, okay. NK7. Die ganze Zeit auf dich gewartet, Kollege. Du bist eine Katastrophe. Da ist er. Ich bin keine Katastrophe. Da ist albanische Pünktlichkeit. Ich bin keine Katastrophe. Aber wenn ihr sagt 22, 23 Uhr, das waren eher von seinen Worte, dann halte ich mich dran. Hätte ich meine Termine vielleicht habe ich mich versprochen. Keine Ahnung. Kann sein. Aber wir fahren was duschen. Wir waren schon seit 9 Uhr da. Aber ich kann doch nicht auf der Autobahn reden. Wie soll ich das machen? Ja, passt schon. Geht theoretisch auch, aber... Okay, jetzt warten wir nur noch auf den Wegerang. Alles klar. Der muss live kommen. Leute, alle mal tippen. Ich bin gerade live gekommen, Leute. Alle mal tippen. Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird spannend. Ich grüße euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hallo an alle. Hallo. Wegerang, was ist los? Ich respektiere auf jeden Fall deine Genetik, Bruder. Möge der Herr dich wirklich segnen und auch deine Nachkömmlinge. Mögest du viele Kinder haben. Preis den Herrn.
Hat er gemacht. Bewundert deinen roten Bart. Er bewundert deinen blonden Bart. Normal trage ich nicht so lange, aber ja. Du bist ein richtiger Albani. Du bist ein Weißer, Bruder. Respekt, Mann. Wirklich jetzt. Hammer. Finde ich geil. Dankeschön. Dankeschön. Ist das eigentlich Moslem? Ist das in Ordnung, wenn ich das frage, bist du Moslem oder bist du christlicher Albaner? Ich bin muslimisch geboren und bin überzeugt davon, ich bete nicht fünfmal am Tag, weil ich den Weg einfach noch nicht gefunden habe für mich. Es gibt ein paar Sachen und das blocke ich hier gleich Irfan, bevor der anfängt, da zu vertiefen. Religion ist was Persönliches und das geht niemandem was an, finde ich. Okay, kann ich darauf antworten? Okay. Schau, ich kenne diese Einstellung, Religion ist was Persönliches. Das Problem ist halt, der Islam greift ja in alle Lebensbereiche ein. Der Islam sagt ja nicht ein, Politik mische ich mich nicht ein oder sowas, verstehst du? Und deswegen muss ich das thematisieren. Wenn Islam rein spirituell persönlich bleiben würde, zum Beispiel beten, fasten und so weiter, dann wäre das gar kein großes Problem. Aber dadurch, dass er politisch ist... Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch deinen Account, wo du in diese Richtung gehst. Aber ich kann mich nicht da einmischen, weil ich meine und rede nur von mir. Und das ist für mich was Persönliches. Für mich. Naja, wir wollten eh im Zuge dieses Livestreams über Balkan-Themen reden. Genau. Ja, ich sag nur einen Punkt zu dem Thema Religion. Ich stehe nachher vor Gott alleine da. Da kommt kein Irrfahren und sagt, Tibet, ich hab dir gesagt, dies, das. Ja, stimmt. Und du wirst mich auch nicht retten und deswegen wirst du auch nicht mit mir im Höllenfeuer schmoren. So, ich übernehme keine Verantwortung. Ich sag nicht, wer wo schmoren wird. Jeder muss für sich seine eigene Entscheidung treffen, mit der er leben kann. Ich sage, was meine Meinung ist und wovon ich überzeugt bin. Aber jeder muss sich selbst entscheiden, was er für richtig hält. Da hast du recht. Genau. Leute, mal zwei. Und ich sage eins, ist der christliche und Islam ist falsch. Ich sage, ich bin 1.000.000% sicher, dass Islam falsch ist. Aber jeder muss selbst entscheiden. Gut, aber ich sage auch nicht, dass der christliche falsch ist. Deswegen ist es jedem seins. Und es gehört ja, aber sich. Aber schau mal, wenn du Moslem bist, Edgar 7, das ist das erste Missverständnis. Wenn du Moslem bist, dann sagst du automatisch, Christentum ist falsch. Weil zum Moslem sein gehört dazu Negation. Jesus kann kein Gott sein. Jesus ist nicht Sohn Gottes. Das sind alles Bedingungen, dass du überhaupt Moslem bist, musst du alles Falsche im islamischen Sinne verleugnen. Deswegen musst du sagen, Christentum ist falsch als Moslem. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Islam. Und du sagst, du bist nicht mal praktizierend und so weiter. Kann ich dir nicht sagen, dass ich zu 100% ein wahrer Moslem bin oder wie definiere, was ein wahrer Moslem ist, weißt du? Definiere auch einen wahren Christ. Was ist ein wahrer Moslem? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, das ist genau das. Das kann dir keiner hier definieren, weil jeder wird einen Fehler machen, also kann er sich schon für nicht wahrhaftig darstellen. Darum geht's nicht. Ich sag dir nur, die Bedingungen, um überhaupt Moslem zu sein, ist, dass du alle anderen Religionen und so weiter ablehnst. Also die Bedingung ist, als Moslem geboren, für mich, okay? Und das zu praktizieren, so gut wie es geht. Und danach machst du die Abrechnung vor Gott und sonst vor niemandem. Und eine andere Religion zu hassen, das kenne ich nicht von dem Islam. Es geht nicht um Hassen. Ja, aber du bist ja eher an erster Stelle Albaner oder so. Ja, Albaner. Ja, wir wollten über Balkan reden. Richtig. Was haltet ihr von den Bektaschis? Jetzt kommt er mit sowas. Okay, Entschuldigung. Was sagst du zu der Sache in Kosovo, NK7? Was sagst du zu der Sache in Kosovo, was jetzt passiert momentan? Ihr wollt schon gleich die Schlange am Schwanz packen, oder wie? Du heißt Nusi, oder? Ja. Okay. Mann, bester Mann, danke sehr. Nun können wir gerne sagen, aber ich denke, wir sind wegen einem anderen Beginn hier. Warum? Das passt doch zum Thema. Das passt zum Thema, aber weißt du, ich bin immer, der zweifelt immer vieles. Und ich möchte immer den Hintergrund verstehen, weil... Ja, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, wir können gar nicht so weit blicken, was da passiert. Und wir wissen gar nicht, wem das zugunste kommt. Und wer da seine Fäden zieht und wem das zum Vorteil kommt.
Wer leidet denn? Was glaubst du? Was glaubst du? Was ist deine Meinung? Ich glaube an diese höheren Mächte, die da einfach diese Region und dieses Volk benutzen. Welche höheren Mächte? NATO, UNO, USA, Biden? Der, wo das Gold unter der Region Mitrovica gräbt. So einfach ist das. Meinst du, die Amerikaner haben uns geholt, weil wir gute Menschen sind? Weil wir Ehrenleute sind? Wenn er nichts davon hat, mein Freund, natürlich dann wird er dich nicht beschützen und dir nicht helfen. Natürlich. Was haben die Amerikaner davon? Was haben die davon? Die Goldgrube. Und der Bodenschätze. Wie bitte? Ja, Kosovo ist allgemein dafür bekannt, wirklich viele Bodenschätze zu haben. Nicht nur Bodenschätze, sondern auch Gold. Ihr wisst vielleicht auch, wie Gold ist. Gold ist Kosovo, Naradi, Belgrad und Navradi. Oder kennt ihr doch? Auf eurer Sprache. Aber warte, Gerald, du sagst ja, Kosovo ist nicht, gehört ja zu Serbien eigentlich. Dann sollte ja Serbien eigentlich die Rohstoffe bekommen, oder? Gerald. Kosovo gehört die, also laut Recht gehört Kosovo laut dem internationalen Recht Serbien, aber de facto ist Serbien schon längst abgekoppelt vom Kosovo, ne? Und deswegen, das geht nach Amerika, würde ich sagen. Aber deiner Meinung nach sollte ja Serbien sich die Rohstoffe im Kosovo schnappen, oder nicht? Meiner Meinung nach sollte man einen riesen weißen christlichen europäischen Riesenstaat schaffen, wo alle Arier waren. Du vermischst Nation mit Religion, das hat doch keine Herkunft. Warum? Inwiefern ist es schlimm, dass man das vermischt? Wo ist der Fehler? Also, was ist los? Ja, weil dann denkst du wieder fanatisch, indem du das dir zurechtbilden möchtest, was dir gefällt. Findest du den christlichen Glauben? Nein, das hat gar nichts damit zu tun, nicht falsch verstehen, aber das ist dein Wunsch. Und dein Wunsch, da stehen vielleicht 50% deiner eigenen Leute auf und sagen, das will ich nicht. Ja, und deswegen bin ich da. Ich möchte die Köpfe der Menschen verändern, dass sie das sagen, dass die eben sagen, wir möchten dann das. Dann bin ich auch auf der anderen Seite da. Nein, das machen wir doch. Deswegen sind wir hier, um zu therapieren. Wir machen. Okay. Was ich dazu sagen will, ist auch, wo ich begonnen habe mit dieser Erdschätze. Und ich habe auch letztens gehört bei Wegeralte, er meinte, wegen Kosovo, der Name ist serbisch. Ja. Junge, du mit deinen Tippen, Alter. Tipp. Lass es. Man muss die Leute immer wieder daran erinnern. Schau, wie ihr von uns abserviert gerade. Aber redet weiter. Was bedeutet eigentlich Kosovo? Kosovo hat eine Wortwurzel und eine Nachbedeutung. Die Nachbedeutung ist meiner Meinung nach dieses Amsel. Deswegen sagt man auch Amselfeld. Ne? Kosovo, Polja, Amselfeld. Aber die